So, und jetzt geht es weiter mit Volved Assassin. Hoffentlich mit weniger Toten diesmal. So, man hat ja hier auf eine Map. Und die zeigt einem da so ein Fragezeichen. Naja, kriechen. Das ist dieses Fragezeichen. Kommen wir irgendwie runter. Gucken, ob da irgendwas rumliegt. Wollt ihr ja nicht wirklich. Die Kiste. Meine Taschen dabei eigentlich. Die ist da. Ah. Gut, das ist auch. Ist scheinbar keiner drauf und da kommt man auch irgendwie nicht rein. Zumindest nicht so mega einfach. Jeden Moment muss die Ablöse da sein. Wenn er nicht wieder verpennt hat, die Pfeife. Wir haben sich bestimmt letzte Nacht wieder eingesetzt. Haben eine Kiste Schnaps mitgehen lassen aus der Ration für die Verlorenen. Merken die sowieso nicht. Die sind nicht mehr ganz dicht. Vielleicht geht die Sonne wieder auf. Dann kommt endlich die verfluchte Ablösung. Silhouette gesehen oder so. Es wirkt so. Okay. Muss ich zwar auch gerade was actionreicher, aber gut. Könntest du dich bitte umdrehen oder so? Ich weiß nicht, wie ich zu dir gehen soll, wenn du da so stehst. Hinter mir dem Ding liegt etwas und in dem Ding ist es dunkel. Hier drin müsste ich getan sein. Medikit? Voll ist voll, ach so. Ah ja, mal auf hier. I could use the morphine here to increase my chances. Ja. Ich verstehe schon, wie es gemeint ist. Ja, das ist der Morphio-Modus. They won't be doing anything to anyone. Jetzt wäre ich in Lichtgeschwindigkeit die Dinge gerannt. Wo sind diese Gegner, die das sagen? Hinter der Tür oder wie? Bisschen dunkel gewesen. Ah! Körper muss so gucken. Oh, komm raus. Kommt aber ja ihr raus. Ihr seid ja wohl. Hä? Wo denn? Drauf. Warum steht da, was steht da oben ein Gegner? Alles klar, hab sie erwischt. Wo speichert der? Ach lol, hier. Jetzt soll ich aus dem Morphium rennen. Kann man eigentlich zwischendrin speichern? Oh. Schnell laden. Gibt's auch. Gibt's eine Taste für schnell speichern? Vorherige nächste Waffe, also man kann auf jeden Fall wechseln, denn so hat bislang nur eine. Also kann ich auch eine Schusswaffe haben, wahrscheinlich. Im Moment muss die Ablöse da sein. Oder auf jeden Fall eine andere. Wenn er nicht wieder verpennt hat, die Pfeife. Die haben sich bestimmt letzte Nacht wieder eingesoffen. TF.
Bringt SDRG und ESC, bitteschön. I could use the morphine here to increase my chances. Ich bin ganz dicht. They won't be doing anything to anyone. Ever again. Hier passiert doch sowieso nichts. Halmes Ziel erreicht, hä? Check ich nicht. Hoffentlich kommt bald die Ablöse. Okay, die 97-Garn-Kiste. Und Experience Mission. Okay, Einsatz besprechen wir dieses Anfangsvideo. Video. Ich will jetzt aber eigentlich nicht einfach reingehen, weil. Hä? Achso, Tür. Ah, da ist er. Eigentlich will ich mich hier hinten ein bisschen umgucken. Aber wenn ich jetzt von hier aus so gucke, da drin war das Zeug. Da, in denen. Ich bin weg. Einfach versuchen hier vorbeizuschleichen. Halt mich ja gar nicht voll. Weiß ich, was reinschaut. Warum? Hä? Seit wann sorgt ein SDRGZ? SDRG ESC dafür, dass ich vorausfliege? Weiß ich, im Fähigkeitspunkt? Ja. Schleichen. Ich will besser schleichen können. Wir kriegen dich, da kannst du Gift aufnehmen. Könntest du mich wieder ignorieren? Ich weiß nicht, verliert der irgendwann sein Target? Ich würde es hoffen. Wahrscheinlich noch nicht rein, er hat sein Target auf mich wieder verloren, das ist gut. Er latscht da also oben einfach rum. Gut, wenn er meint. Wir eigentlich nur umgucken. Ja. Ich will wieder nach oben gucken, ob da noch irgendwas liegt. Nicht mal, den ich die Typen getötet habe, wird gespeichert. Was soll denn der Scheiß? Ich will selber speichern können. Jeden Moment muss die Ablöse da sein. Wenn er nicht wieder verpennt.
bestimmt letzte Nacht wieder eingesorgt. Eine Kiste Schnaps mitgehen lassen. I could use the morphine here to increase my chances. Die sind nicht mehr ganz dicht. Gleich geht die Sonne wieder auf. Verdammt, wann kommt endlich die verfluchte Lösung? Ich glaube, der kann bis hier rüber schauen. Weil hier denn so rüberschleichen, das wird er nicht bringen. Ich glaube, da hinten ist auch nichts mehr drinnen. Spannung ist ja kaum auszuhalten. Das heißt, ich hole mir Morphium rein und renne damit zu ihm. Fahren rein. They won't be doing anything to anyone. Ever again. Ich mach's! Bleibt aber hier stehen, weißt du? Kann man hier nicht die Wand schauen? Wenn wir dich finden, hängen wir dich auf! Genau, weißt du? Was ist denn da? So eine Drecksau! Verkriecht sich einfach! Oh nein, boah. Noch einmal kommst du nicht davon. Ich wollte nur weiterschleichen, du ekelhafter Sack. Ich will jetzt da hinten noch sammeln. Ich hab nur eine Morphium-Spritze, das reicht nicht aus, um verdaust da. Also, um den Typen zu töten und dann dahin zu gehen, um da das Secret zu holen. Und dann. Was wird er denn machen? Kann ich von hier aus bis nach da kommen? Hier am Rand vorbei? Nein, geht auch nicht. Das funktioniert genauso wenig. Soll ich denn da am besten hinkommen? Mit Morphium hinlaufen? Und wieder weglaufen? Das kann ich mal probieren, ob das funktioniert. Ich komme auf jeden Fall mit Morphium hier hin, aber... I could use the morphine here to increase my chances. Ich hab nicht nochmal Morphium, um wieder wegzurennen, weil ich nur eine behalten kann. Oh, was richtig behindert ist eigentlich. Wenn ich mal ein bisschen mehr mitnehmen könnte. Warte mal, was erhöht denn das, wenn ich Morphium skille? Sehe ich gerade nicht. Ich setze mal nur die Wirkbarkeit, weil wenn es die Menge an Morphium, die ich mitnehmen kann, erhöhen würde, dann wäre das wirklich gut. Nein, man kann mich hier nicht sehen. Man kann mich hier nicht sehen. Gib mir das Medikit, gib mir das Morphium. Tschüss. They won't be doing anything to anyone ever again. Oh doch, ich komme hier lebend weg. Warum komme ich hier lebend rein? Wertung, Assassine. Okay. Erfahrung, habe ich alle. Spielzeit, Kills. Silent Kills, 4 von 4 und Sammelstücke 5 von 5. Okay, ich habe alles. Gut, freut mich ja. Hey, da oben kann man ja auch nicht töten, weil er keine Schusswaffe. The first step was done. I was finally in the bunker.
The fuel depot was certain to be in the lowest level to protect it from bombing raids. The mishap with my lost equipment would not stop me, but without explosive charges, the situation was hopeless. But the Germans were sure to have explosives stored somewhere in the bunker. Soon they would see what they were good for. A German fuel depot and an explosive charge sounded like a very promising combination. The problem was I had to be back outside before this rendezvous developed chemistry. Gut. Konnte jetzt nicht alles ganz lesen, aber egal. Also, der Part ist zu Ende. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei Evolved Assassin, falls ich richtig ausspreche. Und tschüss.